Auch das kriegen wir hin. Ja, Kitiara, ja. Ja, du kannst nicht auf den Tisch bringen. Nee, es funktioniert heute nicht so. Da geradeaus soll ich hin. So, und das soll ich jetzt mitnehmen. Okay. Und das hier soll ich... Ja, die Stahlpanzerhandschuhe wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich mitnehmen. Das war einfach nur, ja, so Fingerzucken, so auf dem E. Wie einsammeln. So, okay, haben wir das. Das heißt, wir können jetzt eventuell zurück hier nach, Weißlauf. Und die Quest abgeben, dazu müssen wir wieder zu den Möchtegern-Werwölfen zurück. Zu Team Jacob. Ob ich damit so zufrieden bin? Ich glaube ja nicht, aber okay. Weil ich grundsätzlich eher Fan von Vampiren bin. Zwar nicht so von schwulen Glitzer bei Vampiren, na, aber grundsätzlich Vampire sind eher mein Ding. Genauso wie Dämonen. Dämonen. Nein, ich bin kein Dämon. Manchmal wäre ich gerne einer, aber dann wüsste ich auch nie, was ich mit mir anfangen soll. Was würdet ihr tun, wenn ihr ein Dämon wärt? Jeder will doch ein Dämon sein, oder? Oder bin ich damit der Einzige? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich schon. Vor allem, wenn ihr ein Dämon wärt, was würdet ihr Tolles können wollen? Wärt ihr eher so die Feuerball-Dämonen oder so die Feuerregendämonen oder keine Ahnung? Oder generell, wenn ihr in einer Fantasy-Welt sein würdet, was wärt ihr gerne? Wo wart ihr? Draußen. Ich habe Gottlags Befehl ausgeführt. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Wie, um ihn zu schützen? Ist er jetzt tot? Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvas Kran gegriffen. Wir konnten sie abwehren. Aber der alte Gottlag... Er ist tot. Na super, habe ich jetzt meine Quest umsonst gemacht. Das ist super. Nein. Aber sie haben sich mit all unseren Wutratfragmenten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvask werden erklingen. Wir werden Kodlag rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Na dann, wo geht's Richtung Tod und Verderben? Ist es ausgeschildert? Na gut. Dann müssen wir jetzt einmal wieder wahrscheinlich die Karte aktualisieren. Beziehungsweise die Quests. Machen wir mal so eine gerechte Rache. Bringen die Fragmente von Wutrat in Besitz und natürlich, wir vernichten die silberne Hand. Wo geht's lang? Nee. Aber die Badenakademie mache ich ja auch noch. Ich möchte sehen, was das da für eine Quest ist, nicht was da für ein Dingens ist. Nein, dann halt nicht. Nee, da ist es bestimmt nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht. Das ist die Gesichtsform und das andere. Wo geht's denn jetzt lang zur Quest? Vielleicht sollte ich mal ein paar andere abschalten, damit ihr das sehen kann. Warte mal. Quests. Weg. Und dann haben wir hier noch Verschiedenes. Das muss auch alles erstmal gerade weg. Weil dann kann ich hier mal eine Questreihe vernünftig abschließen. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Und... Hier ist die Bahnakademie. Wieso ist das denn jetzt noch aktiv? Egal, also sollen wir auf jeden Fall dahin. Das ist ja okay, damit komme ich klar. Dann reisen wir mal dahin, wenn wir draußen sind. Und glorreich nicht über den Tisch gelaufen sind, weil das darf man nämlich nicht. Auch nicht, wenn die Sonne schon untergegangen ist, dann darf man das immer noch nicht. Mensch.
Nie darf man hier, was man möchte. Und das nennt sich Sandbox-RPG. Aber über Tische laufen, das ist einfach nicht drin. Ja, das ist ein Feature, was ich unbedingt nicht brauche, aber es gibt mir das Prinzip. Ach, wahrscheinlich konnte ich es auch einfach nur nicht, weil die Decke zu niedrig war dafür. Ist mir eigentlich auch im Prinzip egal. Es gibt mir das Prinzip, dass mir im Prinzip egal ist. Ah ja, gut. Hätten wir es auch geklärt. So, jetzt können wir aber... Ne, wir sind schon schnell gereist. Ey, wir sind schon voll schnell gereist hier. Und jetzt dürfen wir wieder ganz Ecke laufen. Laufen, 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 wir sind bald da. Hoffe ich. Keine Ahnung. Aber irgendwie wird das schon. Wir hätten vielleicht auch mal unsere Sachen verkaufen können, wenn wir jetzt schon mal in der Stadt waren. Aber, pff, ja, ne? Hey, Wolfsrudel! Yay! Verreckt doch alle elendig! Oh, es sind sogar Eiswölfe. Die halten etwas mehr aus. Oh nein! Was soll ich denn tun? Leute. Leute, ich bin hier. Die haben, glaube ich, gerade Verstärkung geholt. Das ist schlecht. Weil da hinten noch so viele rote Punkte sind. So viele zwei. Ach, Banditen. Hey. Komm schon. Komm her. Nein, das war Kitiara. Ups. Sorry. Mein Fehler. So viel zu Banditen. Wer ist Wilkas? Werden Sie büßen lassen. Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Eier, kostet 8. 2000 Gold für ein bisschen Schwertkampf lernen. Wo ist eigentlich Lydia schon wieder? Es ist die, die sich immer am meisten verpisst. Ich weiß ja nicht, ob es im Busch geht und sowas und da mit örtlichen NPC dann rumvögelt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Immer ist die nicht da, wenn man sie braucht. Ne? Und dann ist auf einmal wieder vor Ort, als wäre sie nichts gewesen. Einfach mal so. Ich verstehe es nicht, das Mädel. Nee, nee. So, jetzt mal gucken, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ja, ist gut. Nicht, dass ich wieder in die falsche Richtung laufe hier. Weil ich mal wieder einen Orientierungssinn wie ein Stein habe. Ich weiß immer, wo ich bin, aber ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ja, das ist die Orientierung eines Steins. Vielleicht liegt das wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es sich eh nicht bewegen kann. Ich könnte. Ich mach's auch manchmal, aber, naja. Ich belasse es einfach mal dabei, ne? So, und renne! Über den Stamm hinweg! Jetzt sagt er über nicht dran vorbei. Ja, egal. So, wir müssten bald da sein. Da hinten ist auch schon eine Art Konstrukt. Ja, der Baumstamm war ein Konstrukt, das ich nicht gemeint habe. Hallo. Da ist aber auch keiner zu Hause hier. Da kann ich irgendwo reingehen. Hey, was macht ihr hier? Achso, ihr wohnt hier. Ja, das ist schlecht. Mein Gegenstand ist mal wieder nicht geladen. Dann sollte ich den vielleicht mal gleich aufladen. Bevor wir da reingehen. Machen wir mal Objekte. Waffeln. Hm, jetzt eine Waffel. Mit Sahne und so. Na, nehmen wir doch tatsächlich mal einen großen. Und dann geht's auf hier hinein. In die gute Stube. Stunden später. Stunden später. Stunden später. Stunden später. Okidoki. Eine Holztür. Ein paar Gegner. Ihr werdet sterben.
Außer ihr habt gleich wieder so einen ultra starken dabei, wo ich wieder mit dreimal Anlauf ran muss. Aber hey, ich bin diese Aufnahmesession bisher noch nicht gestorben. Das ist, glaube ich, mit eins der einzigen Male, wo ich in einer Aufnahmesession zumindest nicht sterbe. 66 Gold, orkische Pfeilin kann ich mal mitnehmen, Silberschwert ist so von Scheiße und der Rest sowieso. Ja, komm schon, Kitty-Haare, ich weiß doch, dass du auf mich stehst. Jetzt sei doch mal ein bisschen nett. Gegrillte Hühnerbrust. Nee. Man muss ja auch manchmal ein bisschen vegetarisch leben. Aber nur so ein bisschen. Ach. Jetzt ist die Tür von der anderen Seite verriegelt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ach nee, das ist das Meerschweinchen, das quiekt. Hier ist wieder auch alles fast zappenduckenkel. Man kann ein bisschen Umrisse erkennen oder sowas, ne? Aber das war's auch schon. So. Oh, da liegt kein Seelenstein. Okay. Aber gleich liegt hier eine Leiche. Ich sollte Hellseher werden. Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Shit. Egal. In zwei Folgen oder sowas reg ich mich dann wieder auf. Ey, wann habe ich denn so einen Scheiß eingesammelt? Ey, ich kann mich nicht daran erinnern. Schwarzer Seelenstein, yay! Das schon ist ein Schalter an der Wand, aber es sind nur Kerzenhalter, okay. Das ist nur ein Regal mit ein paar gammligen Waffen. Mit gammlige Waffeln mit Sahne. Die sind nicht so wild. So, gleich müssten hier wieder die Gegner kommen, genau. Hallala! Ey, lass das mal. Ist voll uncool. Los, komm doch. So, gleich haben wir ihn. Kitty-Haare macht das. Ja, super. Super, Kitty-Haare. Yay. Tritt ihn jetzt dem Kitty-Haare Fanclub bei. Nicht? Okay, dann nicht. So, hier haben wir, glaube ich, noch eine Truhe, genau. Sollte man die auch relativ gut öffnen können gleich. Wenn ich denn die Stelle finde und so. Siehst du? Passt. Makelloser Rubin. Nein, obwohl 500 Gold, ja, vielleicht will sie irgendwer haben. Ich weiß halt nicht, bei wem man gut diese Schriftrollen und sowas verzaubern kann. Verkaufen kann, sonst würde ich das tun. Aber da das nicht geht, ne, dann halt keine Ahnung. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Aha, aha. Habe dich entdeckt. So. Dann natürlich auch hier wieder sehr viel Zeug mitnehmen, was wir wahrscheinlich gar nicht brauchen werden, aber egal. Habt ihr es? Ne, da ist er noch. Seht den halt kaum. Epic Kill hat man jetzt auch kaum gesehen. Alter, die ist so unfreundlich. Ich weiß nicht, was ich mit ihr tun muss, damit sie am Ende mal wieder hier so ein bisschen freundlicher ist und sowas, ne? Ein bisschen anzüglicher. Nur so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil ich, ihr ein bisschen zu nahe komme auf einmal. Ne? Vorher ist es ja hier, ne? Komm doch ruhig näher, ne? Zwinker, zwinker, ne? Und dann so. Ah, komm bloß nicht zu nahe. Pass auf, wo du hingehst. Es könnte gefährlich sein. Nicht wahr? Was sagst du dazu? Hm? What is the hurry? Ich habe mich gerade gar nicht beeilt. Ich habe dich nur angeguckt. Meine Güte. Die ist wohl eine von der schnellen Sorte. So, lass mich mal vorbei hier. Wir müssen hier irgendwie durch. Ist natürlich die Frage, ob hier irgendwo eine Kette ist oder sowas. Da ist ein Hebel, den hätte ich jetzt kaum erkannt. Aber ich komme da durch, das ist die Hauptsache. So, ab in den Keller. Und im Keller gibt es manchmal auch Spinnen. Aber ob es hier tatsächlich Spinnen gibt, werden wir beim nächsten Mal herausfinden, weil ich jetzt wieder eine Aufnahmepause mache und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, danke fürs Zuschauen und so weiter und so fort und bis dann. Tschüss.